Ich könnte das jetzt auf Dialekt machen oder auch auf Hochdeutsch. Was würdet ihr bevorzugen? Okay. Weil Stream. Also, ich bin vor 2 Jahren in eine Kommune gezogen und es gab verschiedene Fragen, wie ist das eigentlich so? Und deshalb erzähle ich heute ein bisschen, wie das ist. Ich bin mir nicht gewohnt, über meine eigenen Gefühle groß zu sprechen. Also, das ist manchmal, müsst ihr mich vielleicht noch etwas fragen, so hey, wie war das eigentlich so? Ich werde vor allem einfach auch ein bisschen Fakten dazu bringen. Und eben, fragt einfach gerade rein, wenn euch was interessiert. Wie war denn das jetzt? Und dann fangen wir an. Also, vielleicht zu meiner Geschichte. Ich habe nie alleine gewohnt und ich habe das Gefühl, ich würde vergammeln, wenn ich das versuchen würde. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, der Typ, der hat ein bisschen Vorurteile gegenüber Leuten, die alleine wohnen. Ja, ich habe das einfach nie gemacht. Also das ist, also ich habe halt zuerst bei den Eltern gewohnt und dann in einer WG, tatsächlich zusammen mit meiner Schwester und dann in einer anderen, in einer Wohngenossenschaft, hier in Biel übrigens. Und dann noch in einer WG mit 14 Erwachsenen. Das war eine Besetzung. Das war eigentlich ein sehr spannendes Erlebnis. Aber gleichzeitig hat es dann dort auch Menschen, die ich nicht unbedingt mochte, mit denen ich auch nicht unbedingt zusammenleben möchte. Und ja, ich habe mich dann bei Leuten, mit denen ich 3 WGs vorher zusammen gewohnt hatte, beschwert, dass mein Leben gerade nicht so gut ist, wegen diesen anderen Leuten, mit denen ich zusammen wohne. Und ja, dann haben die halt gesagt, so, ja, also wir wohnen jetzt da in dieser schönen Kommune, komm doch zu uns, oder? Und das hat mich gerade sehr angesprochen und ich wohne jetzt in der Schrägwinkelkommune. Das sind jetzt 19 Personen. Inzwischen 13 Erwachsene, jetzt ist ein bisschen ein Durcheinander hier. Es sind eben drei Erwachsene dazugekommen. Also das ist die jetzige Zahl. Damals waren es 10 Erwachsene, ein Teenie und 5 Kinder. Dann bin ich dazugekommen und noch 2 andere Personen jetzt auf den aktuellen Stand. Jetzt muss ich da schnell meine Notizen schauen, was ich noch alles vergessen habe. Ja, also einfach vielleicht so, wenn man so in eine Kommune zieht, die haben eine sehr langfristige Perspektive. Also ihre Perspektive jetzt ist ja, wir leben, bis wir sterben zusammen. Und so natürlich ist es möglich, dass Leute gehen oder kommen, aber es ist nicht die Idee, dass man irgendwie nach einem Jahr wieder geht. Das ist auch etwas sehr Schönes für mich, eben gerade so diese WGs vorher, das waren halt immer sehr kurzfristige Angelegenheiten, wo man auch nicht so eine Perspektive hat, wie das denn eigentlich so in 10 Jahren aussehen soll. Bei den Schrägwinkelleuten ist es so, ja, wir haben jetzt, wo wir ausgebaut haben, haben wir das natürlich rollstuhlgängig gemacht, weil irgendwann können halt nicht mehr alle laufen und dann muss halt alles ebenerdig sein. Also ein Teil des Hauses ist halt so ausgebaut. Und das finde ich eine sehr schöne Perspektive, dass man eben auch diese Gedanken hat. Nicht so, ey, was ist morgen, sondern halt auch, was ist in 10 Jahren oder eben in 40 Jahren. Das war super für mich, aber gleichzeitig bedeutet das halt auch eine gewisse Zurückhaltung, wenn es darum geht, neue Leute aufzunehmen. Man will eben nicht irgendwie die Energie investieren in eine Person, die dann gleich wieder geht. Gibt natürlich sicher auch andere Kommunen, die das anders handhaben, aber prinzipiell ist das einfach zu erwarten, dass halt die Fragen auch darum drehen, ja, wie siehst du das denn so? Also wie lange möchtest du denn bleiben? Was denkst du? Das sind dann so Fragen, die halt sehr schwierig zu beantworten sind. Für mich war es nicht so ein Problem, weil für mich ist so wie klar, ja, wenn ich einen guten Ort habe, wo ich leben kann, dann bleibe ich da. Also
habe eigentlich nicht so unbedingt den Ort gewechselt, jeweils nur weil ich das konnte, sondern weil es dann halt irgendwann nicht mehr so gepasst hat, wo ich war. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich an einem Ort bin, wo es passt, dann bleibe ich einfach da. Und das ist eigentlich gut für mich. Ja, sie machen das dann so, dass wenn man Interesse hätte, da zu wohnen und sich das auch vorstellen können, dass man erstmal ein bisschen Probe wohnt. Das heißt, man geht mal für eine Woche hin, ich bin da mit so zwei Taschen mit Büchern und Kleidern gekommen und durfte dann im Wohnwagen wohnen. Habe dann halt versucht, mich da irgendwie ein bisschen am Leben zu beteiligen. Das war schon sehr schwierig, weil mein Lebensrhythmus war irgendwie so von Mittag aufstehen bis irgendwie um 2 in der Nacht halt wach sein. Und da habe ich dann oft nicht so viel mitbekommen, was eigentlich sonst so läuft. Also wenn man halt Kinder im Schulalter hat, dann ist wie klar, dass man um 7 aufsteht oder um 6, je nachdem, wie das halt ist. Das heißt, mit manchen Leuten hatte ich eher wenig Kontakt, mit anderen Leuten eher mehr. Ja, vielleicht einfach ein bisschen zu, was so halt wichtig ist in solchen Kommunen, ist so das Gemeinsame, dass man eben auch ein gewisses also Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Ein Teil davon sind die Abendessen. Es gibt auch noch immer um 7 Abendessen. Eine Person kocht, dazu hängt ein Kochplan da mit den nächsten 2 Wochen, wo man sich einschreiben kann, ah, an diesem Abend koche ich. Wenn halt dann niemand kocht, dann müssen dann die Leute, die Kinder haben, irgendwie schauen, weil die Kinder wollen dann halt einfach essen, die Erwachsenen können sich auch einfach ein Spiegelei machen. Aber im Normalfall gibt es eigentlich immer eine Person, die kocht. Das machen wir eigentlich ziemlich gerne. Es gibt dann andere Dinge, die wir nicht so gerne machen, da brauchst du so wie fixe Pläne, aber Essen, das geht eigentlich ziemlich gut. Ein weiterer wichtiger Punkt so beim Zusammenleben sind Sitzungen oder Plena für die Deutschen, wo wir zusammensitzen und einfach besprechen, wie wir die Dinge organisieren wollen. Also bei den Nachtessen sind eigentlich nicht immer alle Leute dabei oder eigentlich selten überhaupt alle Leute dabei. Bei den Sitzungen dann schon. Also dort versuchen wir es zu schaffen, dass alle dabei sind, alle Erwachsenen jetzt, also 13 Personen. Das geht dann so, dass wir in einer Runde sitzen und eigentlich erstmal eine Befindlichkeitsrunde machen. Das heißt, wir erzählen einfach mal, wie es uns geht. Also jede Person erzählt mal von sich ein bisschen, wie es geht, damit das alle mitbekommen, ob es ihnen gut geht, schlecht geht, was sie gerade Schönes oder Krankes oder Schlimmes oder was auch immer, was sie gerade erleben. Das ist einfach sehr wichtig, eben, dass nicht plötzlich Leute wie sich also nicht mehr wie, also dass man das Gefühl entwickelt, ja, die gehören gar nicht zur Gruppe. Also es ist sehr wichtig, dass es eben diese Zeit gibt, wo wie klar ist, dass wir das als Gruppe machen. Noch gerade, ich hatte ja schon gesagt, zu den Kindern, wir fanden auch wichtig, dass mal die Erwachsenen einfach zusammen sprechen können, ohne die Kinder, und deshalb gibt es auch noch das Erwachsenensnacht am Freitag. Abend um 9, da werden dann die Kinder schon mal in die Zimmer gesteckt, damit man ein bisschen Zeit hat. Sonst, das ist ein wichtiger Aspekt einer Kommune, ist eben, dass man Effizienzgewinne hat, dadurch, dass man zusammen wohnt, dass man eben Dinge nicht verstreut alle für sich machen muss, sondern dass es eine Person geben kann, die zu allen Kindern schauen kann, zum Beispiel. Also die Eltern organisieren sich eigentlich Tage, wo sie zu Hause sind, und dann an anderen Tagen sind dann andere zu Hause. Also gestern war ja der Frauenstreik, da ist ja das Thema Care-Arbeit ein sehr wichtiges Thema. Wer schaut zu den Kindern, wer putzt, wer kocht, alle diese Fragen, unbezahlte Arbeit. Bei uns ist das Ziel, dass alle das machen und dass man möglichst wenig davon hat. Also, dass man möglichst wenig putzen muss, dass man möglichst wenig kochen muss. Also nicht jetzt, weil wir das nicht gerne machen, aber einfach, damit man Zeit für andere schöne Sachen hat, ja? Also
Genau, also die Eltern organisieren diese Tage. Also die Eltern haben wie einen Wochentag, einen Montag oder einen Dienstag oder einen Mittwoch, wo sie da sind, damit die anderen Eltern nicht da sein müssen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Genau, also ich zum Beispiel, ich habe keine Kinder da, und ich helfe manchmal aus. Also da fragen sie mich, ah, kannst du die Kinder ins Bett bringen oder kannst du dieses oder jenes machen? Also es kann sein, dass ich das mache, aber eher selten. Das ist dann auch ein bisschen eine persönliche Entscheidung, wie stark man sich da beteiligen will. Für mich ist es so, ich finde es schön, zwischendurch eben etwas zu machen, aber ich habe sonst so viel am Laufen, dass ich eben nicht jetzt zum Beispiel einen ganzen Wochentag jeweils für die Kinder reservieren würde. Aber es sind immerhin, also es gibt zwei Pärchen, die da wohnen bei uns, und noch eine Person, die eigentlich ein Kind hat mit einer Person, die nicht in der Kommune lebt, die lebt in der Stadt und die halbe Zeit ist sie bei uns, die halbe Zeit in der Stadt und dann übernimmt sie auch einen Tag. Also so die Wochentage sind eigentlich abgedeckt. Eben mit der Kinderbetreuung kann man sagen. Aber am Ende weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, also die sprechen sich das irgendwie ab, aber ich bekomme halt davon eben nicht so viel mit, weil ich da nicht so riesig eingebunden bin. Ja, ich bin immer noch bei Probewohnen, ja. Ich war dann eben nach dieser Woche, habe ich eigentlich manche Leute noch fast gar nicht gesehen und dann haben die gesagt, ja gut, dann machst du einfach noch eine zweite, damit ich noch ein bisschen mehr Leute sehe. Und dann ging es eigentlich um die Aufnahme. Also, wie kommt man jetzt eigentlich in diese Kommune rein? Bis zu diesem Zeitpunkt ging es eigentlich um die Frage, so ja, ist es überhaupt möglich für Sie, für mich? Und dann, wenn man das so ein bisschen herausgefunden hat in dieser Probewohnenzeit, dann geht man wieder an eine Sitzung und sagt so, hey, ich möchte eigentlich gerne da wohnen. Und dann spricht man ein bisschen darüber, so, ob das jetzt eigentlich geht. Und so für mich war jetzt, wie soll ich sagen, für mich war das ziemlich klar, so ja, das ist super. Also ich habe mir da nicht groß Gedanken gemacht. Außer, was mich doch sehr beschäftigt hat, war das Geld. Nicht unbedingt, weil ich jetzt ein Riesenproblem damit habe, mein Geld mit anderen zu teilen, sondern eher, weil ich ein Problem damit habe, überhaupt mein Geld zu verwalten. Also ich habe dann halt mal so gesagt, so, ja, das Geld, das ich habe, das gebe ich halt aus. Also ich habe jetzt nicht irgendwie groß Geld gespart. Ich habe in dieser Zeit, habe ich irgendwie so 20, 30% gearbeitet. Das hat gerade so gereicht für. Also ja, mit dem Programmiererlohn, das ist so wie für andere Leute eine 60% Stelle. Also das ist halt ziemlich komfortabel, wenn man in einer Besetzung wohnt, wo man im Monat so 100 Franken bezahlt. Dann hat man noch die Krankenkasse 300 Franken und das GA 300 Franken. Da kommt man ziemlich gut durch. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie riesig viel Geld hatte, das ich hätte verprassen können. Aber ich habe auch nie groß darauf geachtet, dass ich jetzt irgendwie Geld auf der Seite hätte. Also wenn ich halt Geld gehabt habe, dann habe ich das irgendwie ausgegeben oder halt weniger gearbeitet oder ja. Und das war dann schon so eine Frage, was meinst du denn, du kannst nicht mit Geld umgehen? Und ich so, ja, ich kaufe mir halt so Dinge und wenn ich jetzt irgendwie plötzlich so eine Bankkarte habe mit so einem riesen Konto, also wir haben halt so einen Monatsumsatz von etwa 30.000 bei dieser Anzahl Personen. Das hört sich jetzt groß an, aber ist halt nicht eigentlich groß, wenn man es auf die Personen hochrechnet. Wenn ich jetzt halt so eine Bankkarte habe, dann besteht doch die Gefahr, dass ich einfach anfange, das auszugeben für alle möglichen lustigen Dinge, weil ich ja kann. Und da ist dann schon die Frage, ja, aber wie soll denn das gehen? Und da muss ich halt für mich sagen, so ja, okay, ich muss das jetzt einfach lernen. Also ich hatte ja mir ja vorher auch Gedanken gemacht, brauche ich das jetzt? Ist das das Richtige, Geld dafür auszugeben? Und das muss ich jetzt halt ein bisschen konsequenter machen. Ist ja nicht so, dass mir diese Gedanken total fremd wären oder irgendwas, aber ich musste dann halt einfach sagen, okay, doch, also das kann ich schon. Also
Ich vertraue mir da jetzt mal ein bisschen, dass ich in der Lage bin, auch wenn viel Geld rum ist, selber zu entscheiden, ob das jetzt eine sinnvolle Ausgabe ist oder nicht. Es gibt auch Regeln bei uns, bis wann man einfach Geld ausgibt und ab wann man das dann tatsächlich mit den Leuten absprechen muss in der Sitzung. Wenn man mehr als 500 Franken ausgegeben hat für etwas, dann sagt man das einer Sitzung. Ich habe mir das da gekauft. Und dann kommen dann zum Teil auch schon Fragen, also hast du das Gefühl, du brauchst das? Bis jetzt war das bei mir so, wenn ich dann gesagt habe, ja, wirklich, dann war auch schon wieder fertig mit der Diskussion. Und das ist auch nicht der Normalfall, dass da groß Fragen kommen. Das ist eher so, ja, danke, hast du es gesagt und gut. Es ist aber halt im Kopf ist das schon da. Also wenn ich halt eine Ausgabe machen will, dann so, ah, ich muss das denn denen sagen. Ich kann dann nicht einfach. Also es ist dann schon so bei gewissen Sachen so, ich habe mir jetzt da so eine Kamera gekauft. Eigentlich ist das nicht unbedingt etwas, was ich jetzt riesig brauche oder so, aber ich hatte halt gerade so Lust, mal eine bessere Kamera zu haben. Und das ist, also bei mir ist das schon so präsent, dass ich dann tatsächlich den Leuten sagen muss, hey, ich habe da jetzt wieder für irgendwelchen Elektronikramsch Geld ausgegeben, finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Wenn man für mehr als 1000 Franken etwas kaufen möchte, dann muss man das wie vorher absegnen lassen. Das heißt, an einer Sitzung oder man müsste jetzt tatsächlich jede einzelne Person fragen gehen, ist das okay für dich? Das heißt, man kann halt nicht kurzfristig einfach schnell mal irgendwas beschaffen. Es ist auch klar, wenn es jetzt nicht anders geht, also wenn ich wie keine Wahl habe oder es wie ganz krasse Gründe gibt, plötzlich viel Geld auszugeben, dann könnte ich das natürlich machen und müsste es dann einfach sagen, ich habe jetzt da halt einfach so viel Geld ausgegeben, ist jetzt passiert und dann müssen halt die anderen entscheiden, ob das jetzt okay war, also ob die Gründe, ob sich das rechtfertigen ließ. Und da muss man einfach sagen, wir haben ein gewisses gemeinsames Verständnis, wie was gut ist, wie wir leben wollen und wir haben selten Diskussionen darüber, ob jetzt eine Ausgabe gerechtfertigt ist oder nicht. Manchmal haben wir Diskussionen darüber, ob es geht, also ob wir diese Ausgabe machen können. Das ist natürlich, das sind halt zwei Dinge, finden wir das sinnvoll, Geld für dieses Projekt auszugeben und das andere ist können wir das? Also wenn es dann um größere Dinge geht, dann ist man halt plötzlich in einem Bereich, wo es einfach sauteuer wird. Und dann müssen wir einfach schauen. Wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir doch ein paar Leute haben, die ziemlich viel Geld verdienen. Und das heißt, wir haben eigentlich selten das Problem, dass wir nicht, also für unseren Lebensstandard, den wir für uns gewählt haben, sind wir eigentlich nicht in der Situation, dass wir mal Nein sagen müssen. Es gibt dann halt vielleicht andere Gründe, warum wir Nein sagen. Also es hat halt mal den Fall gegeben, dass jemand in die Ferien wollte mit dem Flugzeug und dann halt alle so da waren, du willst jetzt für eine Woche da hinfliegen und dann gibt es Diskussionen über solche Dinge, aber nicht unbedingt über Geld. Da haben wir das Glück, dass wir eigentlich selten Diskussionen haben. Ja. Ja. Nein. Also. Wir haben da eigentlich nicht so. Ja, hat es natürlich. Das Konfliktpotenzial ist immer da, aber wir haben halt nicht so die Übersicht. Also wir machen so monatlich eine Abrechnung, wie viel ausgegeben wurde, aber das ist nicht so groß pro Person aufgeschlüsselt. Also so die täglichen Ausgaben, die wir machen, also ich habe halt einfach eine Bankkarte, da hebe ich Geld ab und das wird dann nicht aufgeschlüsselt, wer jetzt wofür Geld ausgegeben hat, außer eben bei größeren Beträgen. Also es gibt eine Person, die ein bisschen aufs Konto schaut, eben auch diese Monatsabrechnungen macht und dann allenfalls nachfragen würde bei größeren Beträgen, was war das? Wenn das nicht von alleine an der Sitzung kommt. Aber wir haben nicht die Idee, dass das je nach Beitrag, nach finanziellem Beitrag, den man bringt sozusagen, auch wieder ein Anspruch entsteht,
was man ausgeben könnte. Im Gegenteil, eigentlich haben die sehr den Anspruch, dass man halt eben, wenn man Geld braucht, das auch hat, egal eigentlich, wie viel man beigetragen hat, auch eben aus der Perspektive, dass wir ja eben gerade wollen, dass wenn jetzt jemand viel im Gemüsegarten arbeitet oder viel zu den Kindern schaut oder so, was jetzt halt nicht gerade Geld einbringt, sondern halt indirekt Geld einbringt, indem das andere arbeiten können, dank dessen, dass diese ja nicht irgendwie weniger Anspruch haben auf unsere Erträge, sage ich mal. Und deshalb ist es uns sehr wichtig sogar, dass nicht dieses Gefühl entsteht. Natürlich sind wir ja, wir hatten mal so das Thema Geldbiografie, wo wir mal einen Nachmittag zusammengesessen sind und so, ja, wie erlebe ich eigentlich Geld? Was bedeutet das für mich? Was habe ich von meinen Eltern mitbekommen, was Geld ist? Und das ist halt sehr unterschiedlich und entsprechend sind halt auch sehr unterschiedliche Haltungen da. Also ich hätte tatsächlich ein Problem, wenn ich jetzt mehr Geld ausgeben würde, als was ich verdiene. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass ich ja eigentlich eben auch nicht viel an den gemeinschaftlichen Arbeiten beteiligt bin. Also jetzt eben Kinderbetreuung oder Garten einfach oder am Bauen am Haus, da mache ich sehr wenig. Und dann fände ich es schon sehr komisch, wenn ich jetzt irgendwie Riesenausgaben hätte und die nicht einbringen könnte mit Arbeit. Aber prinzipiell haben wir die Haltung, dass das eigentlich nicht ein Kriterium ist. Ja. Gehen wir doch gleich zur nächsten Folie. Das ist genau die Frage. Bei mir war es dann so, dass ich ja schon vorher mit zwei Leuten zusammengewohnt habe, in einer anderen WG. Die haben mich schon ein bisschen gekannt, deshalb waren so die kritischen Fragen so, hey, was bist du eigentlich für einer? Nicht so ein Riesenthema, sage ich mal. Und deshalb war dann eigentlich auch ziemlich klar, so ja, du bist jetzt dabei. Also ziemlich klar, sie haben das natürlich mal für sich besprochen, wo ich nicht dabei war. Und ich weiß nicht, was sie da besprochen haben, von daher. Aber ich gehe mal davon aus, im Allgemeinen war die Meinung, ja, das ist schon ein guter. Und dann war ich mal aufgenommen für ein halbes Jahr. Das heißt, wir schauen mal ein halbes Jahr, wie das geht. Kann ja sein, dass wir herausfinden, dass es eigentlich gar nicht geht. Und dann haben wir eben auch darüber gesprochen, was es jetzt eigentlich mit der gemeinsamen Ökonomie ist. Und ich war dann eigentlich der Meinung, dass das ja nach diesem halben Jahr passieren würde und habe dann mal in einer Sitzung herausgefunden, dass ich ja schon lange dabei bin. Von Ihnen aus gesehen, das war für mich ja auch okay. Also das ist halt einfach so passiert. Ich hatte halt einfach noch mein Konto, aber ich habe halt auch einfach jeden Monat meinen Kontoauszug geschickt, damit sie das nachvollziehen können. Und da war ich halt dann einfach dabei. Also hat nicht viel geändert für mich, weil ich halt immer noch mein Konto hatte. Aber wer jetzt, sobald wir das besprochen hatten, war dann irgendwie auch klar, dass ich Teil von der gemeinsamen Wirtschaft bin. Jetzt war die Frage, was passiert bei einem Austritt? Ist ja klar, also nicht alle Leute werden, bis sie sterben, an diesem Ort leben. Das ist einfach normal. Dinge ändern sich. Es ist so geregelt, bei einem Austritt besprechen wir, wie viel die Person, die geht, denn eigentlich braucht. Und das wägen wir dann ab dazu, wie viel wir denn haben. Also das ist so, man kann natürlich nicht, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich brauche halt wieder ein Haus, das kostet so 1 Million, bitteschön. Ja, das geht dann halt nicht. Also dann würde man dann halt schauen, was es braucht. So typisch, sage ich mal, wären jetzt etwa 2 Monatslöhne, damit man einfach ein bisschen eine Sicherheitsreserve hat. Das ist auch etwa, was wir bei uns auf dem Konto, also auf dem Alltagskonto haben, einfach als Puffer für wenn mal etwas Größeres anfallen sollte oder so.
Es ist auch pro Person unterschiedlich. Und es gibt dann pro Person einen Austrittsvertrag, wo die Person auch drin reingeschrieben hat, wie viel sie bekommt. Dieser Betrag ist nicht gedacht als in jeder Situation, also das ist nicht einfach der Betrag, den wir übernehmen werden, wenn jemand austritt, sondern das ist der Betrag, den die Person bekommt, wenn wir Streit haben. Es wäre ja möglich, dass wir plötzlich Streit haben mit einer Person und die Person gehen will, oder wir sagen, ja, du musst gehen. Wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, wäre es natürlich schwierig für mich, dann zu kommunizieren, wie viel Geld ich jetzt eigentlich brauche, wenn ich jetzt gehe. Und ich habe gerade einen riesen Streit mit diesen Leuten. Und deshalb ist das geregelt. Wir haben ein Stück Papier, wo drauf steht, so hey, wenn ich gehe, habe ich Anspruch auf so viel Geld. Einfach, weil man halt in solchen Situationen dann oft nicht mehr gut drüber reden kann, was jetzt angemessen ist. Die Hoffnung ist, dass wir das nicht brauchen. Soweit ich weiß, hat es das bisher auch nicht gebraucht. Aber man kann es dann eben nicht mehr machen, wenn es soweit ist. Deshalb machen wir das vorher. Das habe ich alles schon erzählt. Ich war in dieser Zeit, war es so, dass sie gerade ausgebaut hatten und es neue Zimmer gab. Und da haben sie sehr viel darüber gesprochen, wer jetzt in welches Zimmer geht. Weil es wie zwei Hausteile gibt, war dann die Frage, wollen wir nicht schauen, dass die Familien ein bisschen verteilt sind? Das ist nicht komisch, weil es war wie so, dass beide Familien dann im einen Hausteil gewohnt haben. Und dann fand man so, ja, aber das ist doch ein bisschen Segregierung von Kindern. Und das wurde dann lange diskutiert, aber am Ende hat man einfach herausgefunden, ja, es geht jetzt nicht anders. Und ich habe mich an dieser Diskussion gar nicht beteiligt, weil ich so das Gefühl hatte, ich lasse jetzt mal die Leute, die da das alles so schön ausgebaut haben, aussuchen, in welches Zimmer sie ziehen wollen. Und ich nehme dann halt, was übrig ist. Vielleicht erzähle ich mal nachher noch mehr dazu. Ich bin dann mal umgezogen. Ich habe halt sehr viel Kram mit so vielen Kisten, wo schöne Sachen drin sind, die ich manchmal vielleicht brauchen könnte. So wie eine Kiste mit USB-B-Kabeln, weil das ist wichtig, oder? Es gibt immer wieder Leute, die USB-B-Kabel brauchen. Und dann hat man halt so ein bisschen das Problem, ja, wo mache ich das hin? Es hat natürlich überall schon Sachen von anderen Leuten. Und ist das jetzt meines oder ist das ihres? Oder was passiert, wenn ich das dahin tue? Nehmen die das dann einfach? Habe ich dann plötzlich keine USB-B-Kabel mehr? Man weiß schon. Also das sind dann so Fragen, wo man, ich hatte dann einfach zuerst alles bei mir im Zimmer und habe mir dann immer bei jeder Kiste überlegt, ja, wo tue ich die jetzt hin? Wo passt die? Und ist das für mich okay, wenn die anderen das benutzen? Also wir haben zwar ein gemeinsames Konto, also wir teilen das Geld, aber es ist wie ganz klar, viele Dinge gehören einfach einer Person. Also ich kann nicht einfach irgendetwas nehmen und sagen, ah, ich benutze das jetzt, gemeinsamer Besitz, oder? Sondern es ist wie ganz klar, ja, also dieses Notebook, das ist einfach meins und es kommt niemand auf die Idee, irgendetwas damit zu machen, ohne mich zu fragen. Sie können natürlich, Sie wissen, Sie können fragen und ich weiß, ich kann auch bei allen Dingen fragen, hey, kann ich das benutzen? Aber es gibt im Normalfall, oder gehen wir doch gleich zur nächsten Folie, ein schönes Rätselspiel, weil es gibt so wie drei Kategorien. Es gibt so die Dinge, die gehören einfach mir. Es gibt so die Dinge, die verwalte ich wie mit einer Gruppe von anderen Leuten. Also vielleicht gibt es noch eine andere Person, die das auch benutzt. Also in der Werkstatt zum Beispiel gibt es vielleicht zwei Personen, die so zu der Werkstatt schauen. Und dann gibt es Dinge, die gehören einfach allen. Und das muss man ein bisschen wissen, aber das entwickelt sich natürlich. Ja, was gehört jetzt wem? Und ihr dürft da jetzt raten, also die Zahnbürste, ist das Kategorie 1, gehört einfach mir? Ist das Kategorie 2, gehört einer Gruppe? Oder ist das Kategorie 3, gehört der Ganzen? Denkst du, seid ihr einverstanden? Ja, klar. Also die Zahnbürste ist natürlich einfach, die gehört einfach mir, also alle haben eine eigene Zahnbürste. Wie? Ja, sie würden wahrscheinlich ein bisschen komisch schauen. Tatsächlich. Die Salatschleuder? Alle, ja, genau. Also das Küchenmaterial ist wie klar, das macht keinen Sinn, wenn ich eine Salatschleuder habe und du, das ist klar, kennt man aus der Wege. Das blaue Rennvelo? Ja, das ist jetzt, ich bin eigentlich nicht mal sicher, aber ich glaube, das gehört anderen. Und da kann ich nicht, also ich würde jetzt mal zu ihr hingehen und sagen, hey,
wenn ich will das ausleihen, geht das? Und sonst, wenn sie nicht da ist, würde ich jemand anders fragen, denkst du, es ist okay, wenn ich das nehme? Weil eigentlich weiß ich nicht, wem das gehört. Das silbrige Kinderlauf-Velo. Ja, dann genau, also Gruppe so, denn das gehört wahrscheinlich den Kindern. Ich würde jetzt einfach irgendein Kind fragen, wenn ich das jetzt benutzen möchte, würde ich ein Kind fragen, darf ich das benutzen? Vielleicht würde dann das Kind sagen, nein, nein, das gehört dem anderen Kind, ich kann das nicht sagen. Aber das weiß ich jetzt eben auch nicht. Das bei gewissen Kategorien weiß ich es einfach nicht. Das Kistenvelo, also so ein Transportvelo. Ja, würde man jetzt erwarten, oder? Das ist doch nützlich. Genau, ist jetzt so, das war kaputt, hat so rumgestanden und dann habe ich das mal repariert, weil ich es gerade brauchen konnte, so für einen Transport. Und dann habe ich mal an der Sitzung gefragt, hey, das möchte jemand ausleihen? Und dann waren alle so, ja, warum fragst du uns, das ist doch deines? Und ich, ja, also ich habe gedacht, es gehört allen. Und sie so, nein, du schaust zu dem und wenn wir es mal benutzen wollen, also klar, wenn es einfach dasteht und sie wollen kurz einkaufen gehen, dann benutzen sie es einfach. Das ist auch klar jetzt für dieses Velo. Aber prinzipiell gehen sie davon aus, dass ich das verwalte. Das heißt, wenn ich es an jemanden ausleihen will, dann ist das einfach okay. Also ich muss das jetzt nicht noch mit anderen Leuten absprechen. Das Joghurt im Kühlschrank. Ja, alle. Genau, das ist der Unterschied. Wir haben einen Kürzel, das heißt Res. Das ist nicht ein Name, sondern das bedeutet reserviert. Wenn das draufsteht, dann gehört es einer Person, das gibt es. Wenn es nicht draufsteht, dann kann man es einfach nehmen. Der Rotwein in der Speisekammer. Alle? Ja, genau. Nein, es steht nicht reserviert drauf. Ja, gleiche Regel, wenn nicht reserviert draufsteht, dann kann man ihn einfach nehmen. Aber es gibt so gewisse Flaschen, wo ich jetzt Zurückhaltung hätte. Also ich nehme normalerweise, wenn ich jetzt eine Weinflasche hole, dann nehme ich eine, wo es mehrere davon hat. Weil dann weiß ich, dass die Person, die vielleicht gerade diesen Wein sehr gerne hat, dass sie noch eine hat dafür. Also ich schaue dann so halt, ich nehme dann auch ihn aus einer Kiste, wo es halt noch mehrere davon hat, damit nicht plötzlich diese Person dann ihren Wein nicht mehr hat, das wäre ja schlimm. Also ich nehme da ein bisschen Rücksicht, weil mir ist das nicht so wichtig jetzt, welchen Wein ich trinke. So ein paar schwarze Hausschuhe. Ja, genau, das gehört einer Person. Ich habe Hausschuhe, die sehr ähnlich sind wie die von einer anderen Person. Manchmal schlüpfe ich rein und dann so, oh nein, das sind nicht meine. Aber ganz klar, die gehören einer Person. Es gibt dann noch so Gästefinken, die sehen anders aus und dann weiß man das. Das weiße Auto. Gruppe, ja. Genau. Also es gibt so, ich sag mal, etwa drei Leute, die so voneinander wissen, wie sie das Auto benutzen. Ich kann nicht Auto fahren, deshalb stellt sich für mich die Frage nicht. Wenn mich jemand fragt, hey, darf ich euer Auto ausleihen, dann würde ich mit diesen Personen sprechen, ob das möglich ist. Oder im Normalfall sogar einfach an der Sitzung fragen. Das rote Auto? Ja, das rote Auto ist im Privatbesitz, ja, der Ferrari. Nein, das gehört einfach einer Person. Sie benutzt das vielleicht nicht, ja, vielleicht doch fast täglich. Das ist wie ganz klar. Andere können es ausleihen, aber das muss mit dieser Person abgesprochen werden. Der graue Transporter? Nein. Der graue Transporter gehört der Baufirma. Logisch. So, und wem gehört die Baufirma? Nein. Nein. Oder, ja, ist schwierig. Also, prinzipiell gibt es halt eine Person, die eigentlich wie das Büro macht für diese Baufirma und eigentlich auch so eben so entscheide, wofür die Baufirma jetzt Geld ausgibt. Und das macht halt einfach diese Person. Also, es ist wie klar, dass dass die Firma eigentlich der Gemeinschaft gehört und manchmal werden auch gewisse Fragen diskutiert rund um diese Firma. Also, es darum ging, die zu übernehmen von der Person, der die Firma vorher gehört hat, also die nicht in der Kommune war, wurde das natürlich diskutiert, ja, können wir so viel Geld ausgeben, wollen wir das und so weiter. Aber prinzipiell ist einfach eine Person, die da schaut und vielleicht sprechen wir dann darüber, wie viel Lohn sie sich jetzt auszahlen soll oder solche Sachen. Ja, ja, da komme ich noch dazu. Ja, jetzt zuerst wieder so, ich habe mich da so, dann so auf die Frage eingestellt, so ja, ich erzähle eigentlich selten irgendetwas zu den Personen. Also, was sind das für Leute, die da wohnen?
Sehr verschieden. Also es gibt so Akademikerinnen und Handwerkerinnen und also es ist sehr breit. Von den Leuten her, man würde halt natürlich sagen, ja, das sind doch so Linksanarchisten irgendwie. Also so ideologisch gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Es sind alles sehr liebe. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst noch gerade zu den Leuten erzählen könnte. Vielleicht habe ich mir noch Notizen gemacht. Also eine Mitarbeiterin, nicht Mitarbeiterin, Mitbewohnerin sagt, wir hätten eine sehr protestantische Arbeitsmoral. Ist das verständlich, was das bedeutet? Hoi, hoi. Wir haben offenbar so von außen gesehen oder auch von dieser Person aus gesehen, doch so die Idee, dass man ziemlich viel arbeitet. Für mich war das immer schon ein bisschen normal, dass ich halt, wenn ich nicht für Lohn gearbeitet habe, dass ich halt irgendwas anderes gemacht habe, dass es irgendein Projekt gab, wo ich meine Zeit reingesteckt habe. Deshalb ist es schwierig für mich, mir vorzustellen, so ja, ich sitze dann einfach rum. Das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Also irgendwas läuft immer eigentlich für alle Leute. Also wenn sie nicht am Arbeiten sind, dann haben sie sonst irgendein Projekt, wo sie dran sind. Das ist schon so. Also finde ich halt auch ganz angenehm, weil das zieht mich auch immer ein bisschen mit, eben wieder etwas zu machen. Muss ich sonst noch was sagen? Gehen wir doch einfach mal weiter. So, vielleicht mal so ein bisschen die allgemeine Frage. Ja, warum funktioniert das überhaupt? Also, das sind sehr viele Leute. Kann das gehen? Gibt es da nicht dauernd Streit um irgendwelche Dinge? Und da muss man schon wissen, ja, es gibt halt einfach so ein gewisses Gefühl, so was geht und was geht nicht. Also ich habe mal, als ich gerade neu dort gewohnt habe, ich habe das mal einem Freund erzählt, so ja, wie wir leben und so, eben auch so, was wir für einen Monatsumsatz haben und dann seine Reaktion war, ja, ich kaufe mir ein geiles Auto, wenn da so viel Geld rum ist, klar. Bei uns, man muss natürlich zuerst an der Sitzung fragen und wenn ich jetzt fragen würde, so hey, ich hätte jetzt Lust, mir so ein geiles Auto zu kaufen, dann würden einfach alle fragen, bist du krank? Was ist passiert? Also nicht unbedingt so erstmal, also oder auch, warum brauchst du das? Es muss ja wie einen Grund geben. Und es ist wie klar, also wenn das geht nicht. Also ich möchte nicht mit einer Person zusammenleben, die ein geiles Auto haben will, die das Teil ihres Lebensgefühls anschaut. Also für mich, es braucht eine gewisse gemeinsame Basis, Verständnis, was kann man machen, was kann man nicht machen, damit man das aushält, weil sonst. Wenn da so eine Person ist, die solche Dinge macht und ich muss mit dieser Person zusammenleben, dann habe ich Mühe, dann ist das schwierig für mich und entsprechend, es gibt dann einfach Streit und es gibt dann nicht unbedingt Streit um das Auto, sondern dann um kleine Dinge. Also vielleicht habe ich keine Lust, über dieses Auto zu sprechen, weil wir haben dann vielleicht akzeptiert, dass diese Person unbedingt für ihr Lebensgefühl ein Auto braucht, aber dann habe ich dann einfach plötzlich Mühe, wenn die Person ihre Tasche auf dem Tisch stehen lässt. Ich habe dann nicht Lust, für sie etwas zu machen, die Tasche in die Abwaschmaschine zu stellen, weil das ist halt einfach etwas ganz Normales, was man einfach macht. Ich lasse ja manchmal auch meine Dinge stehen und dann räumt sie jemand weg und dann plötzlich habe ich keine Lust mehr, das zu machen, weil ich einer Person etwas nicht gönne oder weil ich finde, die lebt nicht richtig. Und sobald wir in dieser Situation sind, funktioniert es nicht mehr. Dann geht es sehr schnell kaputt. Also es braucht wie eben diese gemeinsamen Werte, auch das Verständnis, warum macht diese Person das? Und wenn man es nicht verstehen kann, gerade bei kleinen Dingen, ja, warum ist das jetzt so? Das muss ich nicht wissen. Ich muss nicht verstehen, was jetzt mit dieser Person los war, dass sie es so gemacht hat oder so. Wenn ich es doch besser so finde, warum hat sie nicht nachgedacht und so weiter? Ja, das muss man dann einfach akzeptieren. Also das ist klar, das gehört zum Zusammenleben, dass man akzeptiert, wenn die Leute irgendetwas anderes machen. Kann ich nur sagen, also wenn ihr so etwas versuchen wollt, in einer Kommune leben, es ist sehr wichtig, dass ihr euch im Klaren seid, was die Leute für Werte haben und ob ihr mit diesen Werten leben könnt. Weil sonst würde ich es gar nicht versuchen. Also
einfach, man kann sich an viele Dinge gewöhnen, aber längerfristig hat man, wenn man immer das Gefühl hat, so, nein, 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 das ist eigentlich nicht gut, was diese Person macht, dann wird es sehr schnell sehr schwierig. Ja, bei uns leben viele Leute, die handwerkerisch tätig sind. Sie haben eigentlich auch das Bauernhaus und eben, es gab noch so eine große Halle daneben ausgebaut. Man sieht hier so einen Teil von dieser Halle, die dann eben so ausgebaut wurde. So sieht das etwa aus. Das Bauernhaus hatte unten einen Stall, dort ist jetzt der große Wohnbereich mit einer Küche. Es hat in diesem Teil hat es drei WCs, davon zwei mit Dusche und eine hat noch eine Badewanne. Also auf jedem Stock ein WC. Es gibt so eine kleine Stube, wo der einzige Raum ist, wo eigentlich Kinder nicht rein dürfen. Einfach weil man gesagt hat, ist doch wichtig, manchmal möchte man vielleicht seine Ruhe haben, dann kann man einfach dorthin gehen. Wird sehr wenig benutzt. Es gibt auch noch ein Büro und dann gibt es eben 11 Schlafzimmer in diesem Hausteil. Die Halle wurde ausgebaut mit 6 Schlafzimmern. Es wurden zuerst 4 Schlafzimmer gebaut in einem Hausteil, wo dann die Gemeinde gesagt hat, nein, ihr dürft ja hier gar nicht schlafen. Wir haben euch zwar die Baubewilligung gegeben, aber die haben jetzt herausgefunden, das ist zu nahe am Wald und da könnte ein Baum darauf fallen. Deshalb haben wir 4 Ateliers. Yay! Es hat auch ein Toscho, das ist das erste, also das war das erste Bauprojekt, als sie dieses Haus übernommen hatten. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das Haus gibt es jetzt seit 8 Jahren. Ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei. Also da wurde schon rege gebaut, bevor ich gekommen bin. Es gibt, wie? Toscho, einen Kampfsportraum. Heutzutage meistens von den Kindern benutzt. Genau. Ja, es gibt dann so wie einen gemeinsamen Raum, der Teesalon. Das benutzen wir dann, wenn wir aus der Sauna kommen vor allem. Eben, es gibt noch ein Fernsehzimmer mit dem Fernseher, wenn man Frauen-WM schauen will oder solche Sachen. Auf dieser Seite hat es 4 WCs, 3 Duschen, ein Bad, einfach so, damit ihr das euch vorstellen könnt von der Größenordnung her. In diesem Teil hat es auch eine Werkstatt mit so einer großen, schönen Fräsmaschine und auch eine Metallwerkstatt mit einer Schweißmaschine. Eben, es wurde ein Großteil der Arbeit wurde von Leuten gemacht, die in diesem Haus wohnen. Kommen wir vielleicht gerade ein bisschen zu dem. Also es gibt dann noch so andere Sachen, eben ein Garten mit Gemüse, eine Sauna, ein Hotpot. Das Haus wird beheizt von Holzschnitzelheizung mit noch etwas Solarthermie auf dem Dach, also für Heißwasser. Ah, das habe ich schon gesagt. Und das Wasser kommt vom Hang. Also das ist einfach so Dinge, die wir halt einfach betreiben. Dieses Zitat da, Sonnenhang hätten wir uns nicht leisten können. Also wir sind an einem Nordhang. Das Haus steht halt 2 Monate im Schatten im Winter. Ja, das sind dann so die Dinge, die man in Kauf nimmt, wenn man Wohneigentum haben will. Der Ausbau war dann auch finanziert mit einer Hypothek. Also sie sind zur Bank gegangen, haben gesagt, hey, wir brauchen Geld für einen Ausbau. Dann haben sie gesagt, ja klar, aber wir wollen dann natürlich die Wertsteigerung sehen. Das heißt, man muss ja wie beweisen können, dass man das Geld ausgegeben hat. Das heißt, die Leute haben sich selbst bezahlt mit der Hypothek. Also es gab dann Arbeitsverträge mit sich selbst, um der Bank beweisen zu können, dass man eben das Geld investiert hat ins Haus und nicht einfach ausgegeben hat. Das sind dann so die lustigen bürokratischen Spiele, die man macht. Sonst bei einer Wirtschaftsgemeinschaft macht man halt viele Dinge untereinander. Also wenn ich jetzt irgendwie PC-Support mache, dann rechne ich das nicht ab und zahle noch Mehrwertsteuer drauf. Und eine andere Person zahlt das dann aus der gleichen Kasse, was dann wieder reinkommt, minus die 7%. Das ist so klar. Also man nimmt sich halt ein bisschen aus dem Wirtschaftskreislauf raus. Also es ist schlecht für das Bruttosozialprodukt, wenn man in einer solchen Gemeinschaft lebt. Wie?
Genau, aber das Bruttosozialprodukt ist halt so eine Nummer, wenn es einen Unfall gibt, dann steigt es. Das ist halt, das bildet halt Dinge ab, wo nicht unbedingt die Realität, also die Realität kann sich ändern, das Bruttosozialprodukt kann sinken und es wird besser. Einfach, das sind halt alles diese Kennzahlen, die sich dann ändern und es nicht unbedingt besser wird deswegen. Jetzt habe ich ein Durcheinander bei meinen Folien. Ja, es ist halt, wenn man ein eigenes Haus hat, hat man auch die Zeit, es schön zu machen. Also das war auch ein bisschen der Wunsch. Wenn man natürlich zur Miete wohnt oder in einer Besetzung, hat man nicht so die Aussicht, so, ja, ich mache das jetzt und das gehört dann mir. Oder man hat dann wie viel weniger Freiheiten zu entscheiden, wie man etwas gestaltet. Weil man sich dann immer die Frage nach der Investition stellen muss, ja, lohnt sich das für die Zeit, wo ich da bin? Und man kann es mir wegnehmen. Das ändert halt die Perspektive, wenn man sagen kann, ja, wenn ich das jetzt hier schön mache, dann habe ich für den Rest meines Lebens einen schönen Ort. Und das führt dann auch ein bisschen zu dieser Motivation, eben das Haus wirklich schön zu gestalten. Ja. Es gab ja jetzt schon die Frage, wem gehört jetzt eigentlich dieses Haus? Also das Haus gehört der Genossenschaft und die Genossenschaft, die gehört dann uns. Das wird oft so gelöst, dass es wie eben noch so ein separates Gefäß gibt, um es einfacher zu haben bei der Bank. Also wir sind alle Genossenschafter, also alle, die da wohnen, also alle Erwachsenen, sind Genossenschafter in dieser Genossenschaft. Und rechtlich gesehen sind wir als Kommune sind wir eine einfache Gesellschaft. Also das bedeutet, alle haften für alle. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das die beste Rechtsform ist. Also wenn ihr sowas anfangen wollt, überlegt euch vielleicht, ob das für euch jetzt die richtige Lösung ist. Das ist einfach so, es ist halt am einfachsten. Man muss kein rechtlich, also man muss nicht irgendwie noch Mitglieder, also das ist dann wie, das passiert einfach. Die brauchen halt keinen Papierkram, so einfache Gesellschaften. Die passieren einfach und das macht die Sachen dann auch gerade sehr schnell einfacher. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe etwas übersprungen. Ah nein. Gut. Ja, also für mich, ich habe mich sehr an dieses Comic erinnert gefühlt, als ich da eingezogen bin, weil so, jo, ah ja, du bist jetzt Genossenschafter, also uns gehört ja dieses Haus und dann war ich so, Moment, was Haus? Also ich fühle mich eigentlich nicht in der Lage, so zu einem Haus zu schauen oder so Entscheide zu treffen. Ist aber alles halb so wild, weil ich wohne ja mit vielen vernünftigen Menschen zusammen und die können ja mitreden bei solchen Entscheiden. Also ich bin eben nicht auf mich selber gestellt und muss alles selber entscheiden. Oder dann eben, wenn ich jetzt etwas vergessen würde, dann hat es hoffentlich eine andere Person, die solche Fragen kennt. Also die Hoffnung ist, dass ich nicht jetzt etwas versiffe und dann so, das ist jetzt schiefgelaufen. Jetzt steht plötzlich, ich weiß auch nicht was, keine Gebäudeversicherung. Oder ich weiß doch auch nicht. Es gibt so viele Dinge, wo ich keine Ahnung davon habe und es sehr schön ist, wenn einfach eine andere Person zum Glück eine Ahnung davon hat. Und das ist ja eben ein schönes Ding in einer Kommune. Man kann sich sehr viele Dinge teilen, die man sonst individuell regeln müsste. Ja, eben denn mit dem individuell regeln. Das Putzen. Ja, wir putzen alle nicht so gerne. Und das ist so ein allgemeines Problem, das ist jetzt nicht nur bei uns so, ist eben auch so diese Care-Arbeit, wo man doch oft wieder verhandeln muss, wer macht das jetzt eigentlich? Und Putzen ist halt so ganz unten auf der Liste. Ja, wenn es halt nicht anders geht, dann braucht es einen Plan. Also wir haben sehr viele Dinge, die regeln sich einfach so, aber putzen nicht. Die Regel ist, es gibt 52 Wochen im Jahr, das entspricht ungefähr
den 4 Wochen pro Person. Das heißt, ich putze 4-mal im Jahr die Gemeinschaftsräume. Da hat es einen Kalender, wo ich mich einschreibe, so hey, in dieser Woche putze ich. Und das bedeutet, dass ich die Küche, den Wohnraum, das WC neben dem, also neben dem Wohnzimmer, dass ich das putze und der Bereich, wo alle durchgehen, den Gang, das mache ich einfach 4-mal im Jahr und dann ist es eigentlich auch wieder gut. Jetzt so die Grundreinigung, sage ich mal. Es gibt dann auch 2-mal im Jahr noch so im Frühling und im Herbst einen Tag, wo wir gemeinsam so ein bisschen in der Umgebung schauen, mal ein bisschen wieder für den Winter vorbereiten oder für den Sommer oder was es eben alles zu machen gibt rund ums Haus, Sträucher schneiden, irgendetwas reparieren und so weiter. Das sind dann auch andere Tage, wo wir noch Dinge machen. Also jetzt so abwaschen, aufräumen, den Boden mal wieder wischen, das passiert nebenher, sage ich mal. Also da haben wir nicht eine fixe Regelung, mehr halt so das Gefühl, oh, ich sollte das auch mal wieder machen. Wenn jemand gekocht hat, ist klar, muss die Person nicht auch noch die Küche aufräumen. Das macht dann jemand anders halt am Abend. Aber das ergibt sich eigentlich am Abend. Man muss natürlich ein bisschen das Bewusstsein haben, das erwarten wir auch von allen, die da wohnen. So ja. Wenn ich jetzt schon eine Weile nicht mehr die Küche gemacht habe nach dem Nachtessen oder es eben gerade niemand macht sonst, dann mache ich das halt. Also das ist, ja. Wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen und das ist dann halt schon ein Kompromiss, wo man darüber verhandelt, wie sauber muss es jetzt sein. Ich bin eine Person, ich nehme es sauber, ich nehme es wahr, ob es sauber ist oder nicht, aber es ist mir nicht so wichtig. Das heißt, ich bin halt auch eher in der Situation so, ja, es gibt sicher Leute, die sich mehr nerven. Ich freue, also ich merke, ah, es ist schon sauber, ich merke das, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt den Antrieb von mir aus zu putzen, weil es mich riesig stört. Also ich bin da so ein bisschen in der Mitte irgendwo. Aber es gibt Leute, die sind empfindlicher und eben für sie haben die das auch gemacht, weil sonst hat man den doofen Effekt, dass dann diese Leute immer putzen müssen, weil sie halt die Schwelle weiter oben haben oder weiter unten beim Dreck und es dann schneller stört und sie dann schneller putzen müssen und dann machen es immer sie. Das ist natürlich eine Problematik, wo es auch nicht so einfach eine einfache Lösung dazu gibt. Bei uns ist es wirklich so gelöst, dass wir darüber sprechen, so hey, ich finde das jetzt zu dreckig und man dann schaut, so hey, kann vielleicht auch mal jemand anders eben den Boden wischen, damit das nicht immer die gleiche Person machen muss. Ich versuche das dann jeweils zu sagen, oh, okay, also der Boden ist jetzt wirklich, ich fühle immer, wie es klebt, wenn ich da Richtung Küche gehe. Dann muss ich mir dann sagen, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal den Filter, den ich normalerweise habe, nicht auf den Boden zu schauen, vielleicht sollte ich den schnell mal ausschalten, schnell mal wischen und dann ist wieder gut. Ja, das sind so Sachen, wo man doch ab und an wieder drüber sprechen muss, ob das für alle stimmt. Wir haben auch sonst so ein bisschen Zuständigkeiten. Das ist dann ziemlich informell geregelt, wer was macht. Das sind auch so Dinge, die passieren eigentlich eher. Also wir haben mal drüber gesprochen. So Nahrungsmittelbestellungen gibt es eigentlich so 2, 3 Personen, die sich damit beschäftigen, wo wir dann so Großbestellungen bei Biofarm oder so machen. Oder mit einem Hof schauen, damit wir frisches Gemüse bekommen. Da bekommen wir so von 2 verschiedenen Orten. Also gehen wir so Kisten holen mit Gemüse. Bei der Heizung und der Wasseraufbereitung ist eben auch so einfach, es gibt halt eine Person, das bin jetzt gerade ich, die dazu schaut, dass das läuft. Die Waschküche muss halt auch jemand schauen, dass dort einigermaßen nicht überall Kleider rumliegen, weil es fällt halt immer wieder eine Socke irgendwo hin. Da gibt es dann halt so eine Tasche, wo das reingeräumt wird. Und solche Sachen gibt es viele. Jemand macht die Abfallentsorgung. Ein paar Leute haben unter sich besprochen, wie sie den Garten machen. Und wir sind gerade darüber am Sprechen, weil die Kinder das unbedingt wollen. Süße Häschen. Wo wir jetzt gerade am Besprechen sind, wie geht das? Können wir das? Gibt es Leute, die sich dann beteiligen daran? Und so weiter.
Ja, noch so eine andere Frage, die doch ab und an kommt, so hier wieder so ein Protestant, der am Sonntag arbeitet. Ja, also wenn, also ihr müsst nicht arbeiten, um Geld zu haben, weil die anderen ja arbeiten. Also dann gehe ich ja einfach in die Ferien, ist ja klar, oder? Ja, wir haben so ein bisschen das Glück, dass wir eigentlich die Arbeit, die wir machen, doch schön finden. Also es ist ja, wir finden es jetzt nicht alle besonders schlimm, dass wir doch manchmal Lohnarbeit machen. Wenn man dann in die Ferien geht, dann geht man in die Ferien. Das ist normalerweise halt ein paar Wochen. Wenn man länger gehen will, dann muss man das eben wiederum besprechen. Halt vorher, ja, können wir uns das leisten? Also gerade als ich gekommen bin, war das Thema so, dass zwei in die Staaten gehen wollten für ein halbes Jahr. Also das war dann schon ziemlich besprochen. Ich habe dann einfach nur noch so mitbekommen, ja klar, wir schauen, dass wir das finanzieren können. Und die waren dann halt mal ein halbes Jahr weg. Das heißt, sie haben Geld verbraucht, aber kein Geld verdient. Und da musste man halt schon vorher schauen, dass dieses Geld irgendwo da ist. Aber das ist etwas, was möglich ist und was man dann auch bespricht. Ja, das ist so eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Sind wir eigentlich politisch? Weil wir, also für mich persönlich ist das einfach eine sehr pragmatische Entscheidung. Ja, wenn ich an so einem Ort wohne, dann muss ich mich mit vielen Fragen gar nicht beschäftigen. Und ist eigentlich unser Projekt politisch? Naja, eben, es gibt so Leute, die sagen, ja, das Private ist politisch. Dann ja, ich hab das auch im Track Politik reingetan, weil wir wollen ja schon, also es ist schon die Idee, dass die Leute so leben wie wir. Also wir versuchen das ja auch ein bisschen rauszutragen, zu vermitteln, dass das eine schöne Lebensform ist. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt Projekte, die wir gemeinsam als Haus machen, sondern mehr diese Form des Zusammenlebens erlaubt uns eben, gibt uns die Zeit, auch in anderen Projekten tätig zu sein. Also es ist nicht so, dass wir jetzt diese Kommune als Vehikel betrachten, um das rauszutragen, sondern eher, dass es uns die Möglichkeit gibt, sonst aktiv zu sein. Und gleichzeitig, also wenn ihr wissen möchtet, wie wir das machen oder so, kommt zu Besuch. Wir erzählen sehr gerne zum Projekt. Wir sind Mitglied im Komuja-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk aus Deutschland. Da sind etwa, ich weiß es nicht, 10, 20 Kommunen drin, die auch eben Wirtschaftsgemeinschaft haben. Die Idee der Komuja ist dann wiederum eben explizit aktiv die Idee zu kommunizieren und auch die Kommunen untereinander zu vernetzen. Es gibt dann so ein jährliches Treffen, wo man zusammenkommt und eben auch darüber spricht, wie die Dinge funktionieren und auch, wo man Hilfe organisiert innerhalb der Kommunen, wenn es gerade schwierig ist für eine Kommune. Ja, jetzt bin ich schon ziemlich am Ende. Ich habe ja noch einen Werbeblock versprochen. Also, was sind eigentlich, warum macht man das? Was sind die Vorteile? Ja, also, hey, nie mehr alleine, ja? Also, es gibt zwar manchmal im Sommer, wenn so die Familien irgendwo nach Spanien radeln oder so, dann ist ziemlich wenig los, aber ich glaube, ich. Ja, vielleicht habe ich so ein, zweimal erlebt jetzt in diesen 2 Jahren, dass ich wirklich die einzige Person war, also dass sonst einfach niemand da war. Also es gibt immer jemand zum Sprechen, ja? Nein, die ist individuell. Ja, leider, ja, das wäre schön, ja. Das ist sogar eine Schwierigkeit. Wie macht man das, wenn man ein gemeinsames Konto hat? Wir teilen das auf. Also das Vermögen teilen wir auf alle Personen auf, damit niemand in die Vermögenssteuer reinrutscht. Ja. Also es gibt ein Fach, da steht Rechnungen drauf, da kann man seine Rechnungen reinlegen und irgendwer bezahlt das dann. Also das ist geregelt. Und das ist halt sehr praktisch.
Weil nicht jede Person für sich herausfinden muss, ja, wie funktioniert jetzt dieses E-Banking? Es brauchen nicht alle Zugang zum E-Banking. Ich habe eine Bankkarte, wo ich Bargeld bekommen kann und ich kann meine Rechnungen da in dieses Fach legen. Und ich muss mir nicht darüber Gedanken machen. Also es gibt sehr viele Aspekte, wo ich einfach sagen kann, nein, nein, das macht jemand anders, das funktioniert. Ich muss mich nicht damit beschäftigen. Ich muss nicht wissen, wie das geht. Ich muss natürlich in anderen Fragen, muss ich wissen, wie es geht, da bin ich verantwortlich und ich muss vielleicht manchmal auch überlegen, ist das okay, wenn ich das nicht, also wenn ich mich nicht damit beschäftige, ist das für die andere Person okay, wenn sie das macht? Da muss man auch immer wieder ein bisschen darüber sprechen, also es ist nicht so, dass jetzt einfach alles, ich bin meine persönliche Sekretärin und die macht das alles, aber doch immerhin eben viele Fragen, ich muss auch nicht auf den Kontostand schauen, weil ich bekomme das jeden Monat kommuniziert. Ob wir jetzt irgendwie ein Problem haben oder so. Das funktioniert, im Normalfall funktioniert das einfach alles. Manchmal muss man ein bisschen drüber sprechen, aber ich habe insgesamt weniger, was ich selber machen muss. Kochen ist auch so, ich koche gern, aber ich kann wirklich einfach am Abend heimkommen und es hat jemand gekocht. Manchmal gehe ich halt um 4 und koche selbst. Es braucht dann auch 2 Stunden, weil es ist dann halt viel Material, was man verkochen muss, aber man kann auch die Zeit reinstecken dann, um was Schönes zu kochen. Also ich finde, das ist jetzt etwas, was für mich, wenn ich für mich alleine koche, ich mache so irgendwie ein Spiegelei und einen Toast oder so. Und wenn ich halt so für viele Leute koche, dann habe ich Freude, dann mache ich 3 Soßen und noch ein Gratin und ja. Das macht dann einfach viel mehr Spaß. Eben auch, weil diese Dinge so organisiert sind, hat man einfach mehr Zeit. Also, weil man eben Dinge nicht machen muss, so vom täglichen Haushalt, hat man dann Zeit für andere Dinge. Und ja, schlussendlich defragmentieren, jetzt nicht unbedingt die Festplatte, sondern die Gesellschaft. Es ist einfach, also schlimm, sage ich mal, wenn man halt so für sich auf sich alleine gestellt ist und jeden Monat wieder damit konfrontiert, hey, wenn mir was Schlimmes passiert, dann habe ich wie niemand, der zu mir schaut und so weiter. Also alle diese Fragen, wenn man eine größere Gruppe macht, dann sind individuelle Probleme oft sehr einfach zu lösen. Also indem, dass man eben einfach schon von der Gruppe selbst aufgefangen wird. Wenn man stattdessen einfach diese Probleme für sich lösen sollte, dann wird es plötzlich sehr, sehr schwierig. Also das ist auch einfach ein Riesenvorteil, den man hat. Ja, das war's von meiner Seite. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Zeit ist. Super. Und sonst machen wir noch eine lange Pause. Jo. Hast du dann auch Nachteile für dich jetzt persönlich festgestellt in einer großen Kommunikation? Nein, keine. ja, also man hat halt so gewisse Sachen, Gedanken, die ungewohnt sind. Also zum Beispiel, bevor ich dahin gezogen bin, wo klar war, dass ich dahin ziehe, war ich dann mal so beim Einkaufen und habe gedacht, oh, ich muss jetzt mein Geld noch ausgeben, sonst bekommen die das. Und das war dann so ein bisschen komisch, also woher kommt jetzt dieser Gedanke? Aber das sind halt so Dinge, die einen dann beschäftigen, also oder mich. Und ja, das ist schon, also so diese Frage, so ja, wenn es jetzt um Lebensentscheidungen geht, ist man dann halt plötzlich an die Gruppe gebunden. Die sagen dann plötzlich, ja nein, du musst jetzt arbeiten, wir haben kein Geld oder nein, das kannst du jetzt nicht machen, weil das nach, also weil wir das nicht wollen, weil das nicht unseren Ideen entspricht und so weiter. Da kommt halt schon das Ding rein, dass man eben den Leuten vertrauen können sollte, mit denen man zusammenwohnt, dass solche Sachen möglich sind. Und da habe ich jetzt nicht ein Riesenbedenken, aber manchmal habe ich diese Gedanken, ja, also wenn ich jetzt ich habe jetzt gerade Schwierigkeiten, darüber zu sprechen, was das alles für Dinge sein können, die ich jetzt machen möchte, weil das halt eben auch private Ideen sind. Und wenn dann halt plötzlich jemand kommt und sagt, so ja, nein, das geht jetzt nicht, du kannst das nicht machen, dann
weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde. Also wie ich hatte gerade dieses Jahr habe ich angefangen, Gleitschirm-Pilotausbildung zu machen. Und ja, das kostet doch schnell mal 10.000 Franken insgesamt dann mit dem Schirm, mit der Ausbildung und so weiter. Und da war dann plötzlich schon die Frage, so ja, was ist jetzt, wenn sie Nein sagen? Also ist ja also schon mal die Ausgabe und dann, ja, will man wirklich so viel Geld ausgeben für sowas? Ist ja total Freizeit und so. Also und ja, ich weiß auch, also das wäre, glaube ich, für mich schon plötzlich so da gewesen, oh shit, jetzt bin ich eingeschränkt, ich darf das jetzt nicht. War jetzt zum Glück nicht so, ich darf. Aber eben, also das sind dann so Fragen, die mich dann sicher beschäftigen. Und wenn man dann plötzlich wenig Geld hat, aufgrund einer Krise, dann hat man, sage ich mal, doch plötzlich Streit um Dinge, die sonst halt einfach so funktioniert haben, weil es allen egal war. Ja? Da irgend, ob es irgendwie welche Konten gibt oder ob ihr einfach drauf setzt, dass die kommende Generation dann für euch sorgt. Ja, die kommende Generation, die Kinderlein, die lieben, die machen das schon. Nein, wir können leider nicht auf die Kinder vertrauen. Wir wissen ja nicht, ob die in der Kommune leben wollen, wenn dann so ein paar alte Säcke rumsitzen und gepflegt werden wollen. Wissen wir nicht, ob wir da junge Familien finden, die finden, ja klar, wir kommen zu euch. Das ist ein bisschen die Idee, also das wäre sehr schön, wenn wir Leute finden, die, auch wenn wir alt sind, mit uns zusammenleben möchten. Aber das wissen wir nicht. Die Altersvorsorge ist ein bisschen so, dass das halt von Gesetzes wegen individuell geregelt ist mit der ersten und zweiten Säule. Das ist nicht so ein Problem, solange wir zusammen wohnen. Aber wenn jetzt natürlich jemand, der lange gearbeitet hat, geht und diese Person sehr viel Altersguthaben hat, dann ist es ein bisschen kompliziert zu sagen, ja, da kommt dann eben wieder dieses Ding rein, so ja, gehört dieses Geld jetzt eigentlich dieser Person oder nicht? Es ist jetzt einfach ziemlich klar, dass es legal einfach kann. Man kann das wie nicht anders lösen. Also man darf nicht einmal die zweite Säule auslösen, um in so eine Genossenschaft zu stecken. Die schauen dann sehr genau, ja, nein, nein, stell dir vor, du bist doch ein Mensch, wo man, also das ist ja einfach das Patronistische von dieser zweiten Säule, dass man eben nicht entscheiden darf, was man mit diesem Geld machen will. Erzähle noch gerade ein bisschen weiter. Wir haben dann die Situation, dass sich Geld ansammelt auf dem Alltagskonto und wir gleichzeitig Hypotheken haben bei der Genossenschaft. Und wir machen das dann so, dass wir individuelle Darlehen machen vom Alltagskonto auf das Genossenschaftskonto. Das heißt, alle Erwachsenen bekommen, also machen ein Darlehen an die Genossenschaft. Das sind, ich glaube, im Moment irgendwie unter 10.000 Franken. Und das Ge und die Geno bezahlt dann damit die Hypothek zurück, damit wir weniger Zinsen bezahlen. Und das ist tatsächlich geregelt als individuelles Altersguthaben. Das heißt, solange die Person natürlich bei uns bleibt, bleibt auch das Altersguthaben bei uns. Also dieses Darlehen an die Genossenschaft ist ja, also das ist einfach Geld, das dann in das Haus investiert ist. Wenn die Person geht, hat sie Anspruch darauf, das einfach mitzunehmen. Dann hoffentlich nicht gleich das Darlehen ausbezahlt haben will, weil dann müssen wir wieder die Hypothek erhöhen. Aber das ist jetzt so unsere Antwort darauf, die ist nicht, wie soll ich sagen, besonders gut, sage ich mal. Also wir haben das nicht so schön durchdacht. Es gibt Kommunen, die haben das sehr viel ausgeklügelter gemacht mit der Altersvorsorge. Wie sieht es aus, zum Beispiel, habt ihr so Drittsäulekonten, um das halt selber noch irgendwie zu regeln? Und wenn sich jetzt Geld ansammelt, eben auf dem Alltagskonto, ist grundsätzlich die Idee, dass man das irgendwie ausgibt zum Gemeinwohl, oder ist die Idee, dass man das auch irgendwie zum Teil anspart auf irgendeine Art und Weise? Ja, also die Idee ist schon, dass man das anspart. Also wir schauen dann nicht, wie wir es ausgeben wollen, nur weil wir es haben. Wir haben tatsächlich die Idee, dass auch, also das machen wir schon, dass wir das angesammelte Geld als Darlehen geben an andere Projekte, die das gerade brauchen. Wir sind auch am Schauen, ob wir einen Teil wie in ungesicherte Kredite
geben wollen, also für Projekte, die, wo wir nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie es zurückbekommen, sind wir am darüber sprechen, ob wir das, weil man kann halt sehr viel ermöglichen, wenn man plötzlich sagt, so, ja, also wenn das dann halt schief geht, dann bekommen wir das Geld halt nicht zurück. Da könnte man sehr viele Projekte ermöglichen. Dann sind wir noch am darüber diskutieren, ob das möglich sein soll. Wir haben so ein gemeinsames Verständnis, dass es eigentlich möglich sein soll, aber in den Details ist das dann ein bisschen schwierig. Wer entscheidet, also wie entscheiden die dann, ob dieses Projekt jetzt unterstützungswürdig ist oder nicht? Du hast gesagt, einer der großen Vorteile ist, dass man nie mehr alleine ist. Für mich klingt das ein bisschen so, als wäre das Ganze eigentlich nur für extrovertierte Menschen gedacht. Ist das tatsächlich so oder hat es da in einer solchen Kommune auch Platz für introvertierte Menschen? Das war ein bisschen schön flapsig formuliert, nie mehr alleine. Also wir haben alle unser eigenes Zimmer. Das heißt, da ist ganz klar, da können wir selber entscheiden, wie wir das einrichten. Also es gibt auch ein Büro, wenn ich da bin, dann bin ich meistens alleine. Eben, es gibt dieses Wohnzimmer, wo die Kinder nicht rein dürfen. Also es gibt sehr viele Orte, wo man sich zurückziehen kann und nicht mit Leuten sprechen muss. Wir haben nicht die Erwartung, dass wir jemanden am Morgen, am Mittag und am Abend sehen. Es gibt Leute, die halten das dann nicht lange aus und sind dann auch mal wieder weg. Es gibt natürlich eben so die gemeinsamen Dinge, also vor allem die Sitzung, wo die Leute kommen müssen, aber das ist eigentlich das Einzige. Gleichzeitig, wenn natürlich jemand nie zum Abendessen kommt, ist es dann schon so, dass sie sich ein bisschen abkoppeln würden von der Gruppe. Nicht, weil sie das unbedingt wollen, aber es passiert dann emotional halt so, dass die Leute, die man immer sieht, tendenziell eine Gruppe bildet gegenüber der Person, die man eben nicht so oft sieht. Und es braucht dann halt Arbeit, damit das nicht plötzlich eben in so eine Gruppendynamik reinläuft. Wir haben nicht den Anspruch, dass die Leute extrovertiert sind. Also ich habe auch Zeiten, wo ich lieber einfach meine Ruhe habe und nicht unbedingt Lust habe, jetzt mit Leuten zu sprechen, und dann bin ich halt weg. Aber das ist auch einfach akzeptiert. Wenn ihr jetzt Entscheidungen fällt oder Diskussionen habt, diskutiert ihr, bis ihr einen Konsens habt, oder gibt es nochmal Abstimmungen, wo dann vielleicht jemand verliert? Nein, es gibt keine Abstimmungen. Also es gibt wirklich nur den Konsens. Wenn wir keinen Konsens finden, dann können wir etwas nicht machen. Das heißt auch natürlich, dass dann bei einem gewissen Punkt, wenn jetzt jemand immer einen Konsens blockieren würde, dass dann diese Person gehen müsste. Also weil wir offensichtlich keine gemeinsame Basis mehr haben. Also es gibt natürlich diese Erwartung, dass wir einen Konsens finden können, und wenn das mit einer Person nicht möglich ist, dann ist auch das Zusammenleben nicht mehr möglich. Das tönt jetzt gerade ein bisschen harsch, aber das ist halt dann einfach die Realität, die ich jetzt an diesem Ort noch nie erlebt habe, aber ich bin jetzt auch jetzt 2 Jahre da. Wie ist das so mit Freunden von außerhalb? Wie hat sich dein Freundeskreis verändert? Habt ihr irgendwie auch viele gemeinsame Freunde oder hat jeder seine eigenen Freunde? Oder? Es hat viele Leute, die zu Besuch kommen, die ich einfach so vom Sehen kenne. Ich weiß so, die sind oft da. Ich weiß manchmal nicht mal, zu wem die jetzt gehören sozusagen. Es gibt tatsächlich in dem Sinne gemeinsame Freunde, Leute, die vom Anfang an beim Projekt dabei waren, vielleicht mitgeholfen haben, auszubauen oder solche Sachen. Die dann eigentlich als gemeinsame Freunde gelten können. Ich würde jetzt sagen, dass sich mein Freundeskreis außerhalb nicht groß verändert hat, dadurch, dass ich dahin gezogen bin. Wie sieht das jetzt aus, wenn zum Beispiel jemand einen Freund oder eine Freundin mitbringt, dann wird ja diese quasi implizit aufgenommen. Da gibt es dann keine Probezeit und so weiter. Wie sieht das jetzt aus, wenn diese Person die Ideen vielleicht weniger teilt oder so? Gab es das schon mal?
Ja, das gibt es sogar dauernd. Also in dem Sinne, als dass jetzt eben zum Beispiel eine Person ein gemeinsames Kind hat mit ihrem Freund. Und diese Freund wohnt an einem anderen Ort. Und sie ist dann die halbe Zeit bei ihm und er ist die halbe Zeit bei uns. Er ist ganz klar nicht Teil der Kommune, also sowohl sozial nicht, also natürlich einfach, es ist klarer, wie er gehört nicht zu dieser Gruppe und er ist auch nicht Teil der Wirtschaftsgemeinschaft. Gleichzeitig ist er natürlich oft da und wir kennen ihn und manchmal kommt er auch an eine Sitzung, wenn es etwas zu besprechen gibt, das ihn betrifft. Aber es ist wie klar, dass er eine externe Person ist und entsprechend weniger bei Entscheidungen mitreden kann. Natürlich versuchen wir ihn einzubeziehen, aber am Ende ist es klar, dass er nicht so dazugehört, wie die Leute, die da wohnen, dazugehören. Auch wenn man eben auf eine Art sagen kann, ja, er wohnt ja auch da. Also das sind halt dann so Fragen, wo aber klar ist, wenn jetzt eine neue Person kommt, würde die das Gleiche, also eben wenn es einen Freund oder eine Freundin gibt, neu, dann müsste diese Person genauso fragen, hey, kann ich dabei sein? Ich möchte dabei sein. Das wäre jetzt im Moment schwierig, weil wir keine freien Zimmer mehr haben und das Prinzip so, ja, es gibt einfach pro Person ein Zimmer, das ist ganz klar. Das muss immer gegeben sein, auch wenn dann manche halt zusammen im gleichen Zimmer schlafen und das andere Zimmer meistens frei ist, ja, dann haben wir ein Gästezimmer mehr, das ist auch schön. Gibt es auch eine Liste, die von den Kommunen im Internet? Welche Kommunen es gibt, wie viele Plätze noch frei sind und so weiter? Ich weiß es nicht. Also die Komuja, das Komuja-Netzwerk hat so eine Liste. Ich habe jetzt leider das Heft, ich wollte noch ein Heft mitbringen, das Komuja-Heft, das wird immer von einer anderen Kommune gemacht. Dort ist jeweils die aktuelle Adressliste drin. Prinzipiell, die Komuja organisiert jedes Jahr ein Treffen, also ein Anlass, wo eben Leute, die sich für Kommunen interessieren, hingehen können, um eben mit Leuten zu sprechen darüber, wie mache ich das oder wo könnte ich hingehen, wo gibt es noch Plätze. Zu welcher Kommune gehören Sie? Also wir sind die Schrägwinkel-Kommune und wir gehören zu uns. Also wir sind Teil von diesem Komuja-Netzwerk, aber wir haben nicht eine eigene, also das ist ein sehr loses Netzwerk, sage ich einmal. Mehr zum Informationsaustausch. Danke.